Liebe Zuschauer, ich freue mich heute auf ein informatives Gespräch mit Josefine Schatanek. Sie ist die neue zweite Bürgermeisterin der großen Kreisstadt Freital. Guten Morgen, Frau Schatanek. Guten Morgen. Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder, seit 2017 Leiterin des Freitaler Stadtplanungsamtes. Sie haben sich für das Amt des zweiten Bürgermeisters beworben, Mitte Februar 2023 vom Stadtrat einstimmig beschlossen. Sie haben für eine siebenjährige Amtszeit Ende März vom OB Rumberg die Ernennungsurkunde erhalten und seit Anfang April 2023 in Amt und Würden. Das heißt, so rund 100 Tage für uns von FRM eigentlich mal die Gelegenheit zu fragen, wie waren denn diese 100 Tage? Was haben Sie denn erlebt? Wie sind Sie damit umgegangen? Und vielleicht noch einen kleinen Blick dann schon mal, wie geht es weiter? Genau. Naja, so diese 100-Tage-Bilanz, das ist ja ein bisschen was für Politiker, wo man schaut, ob die im Wahlprogramm drinstecken, was schon erledigt worden ist. Das ist jetzt bei mir nicht ganz der Fall. Die 100 Tage waren vor allen Dingen ein Thema, in den Job reinzukommen, also sich in dem Amt einzuarbeiten. Ist ja doch ein bisschen was anderes, das dann selber zu machen, als dass man es nur vertreten hat. Dazu kommt, dass wir zwar die Nachbesetzung für die Amtsleitung im Stadtplanungsamt geklärt haben, aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Also da ist auch einiges weiterzuführen gewesen. Und am Ende ist ja im Geschäftsbereich auch das Bauamt. Da sind die Themen ja nicht unbekannt gewesen, aber man muss natürlich so ein bisschen gucken, dass man nochmal vertieft reinkommt, auch mit den Mitarbeitern ins Gespräch mal kommt und schaut, wie sind denn da die Themen oder die Problemlagen. Am Ende ging es ja jetzt auch nicht darum, irgendwie grundsätzlich alles anders zu machen, sondern mal zu schauen, die Rahmenbedingungen haben sich ja in den letzten Jahren komplett geändert. Mhm. Was sind denn so die neuen Herausforderungen? Wie geht man damit um? Und ja, das waren so die Aufgaben bisher. Aber so eine Stufe weiter höher steigen, ist das schwer? Gerade man hat ja Kolleginnen und Kollegen, wo man dann doch... Also menschlich war es ganz problemlos, muss man sagen. Und es ist natürlich auch dadurch, dass durch die noch unbesetzte Amtsleiterstelle und das Parallellaufen, ist man jetzt noch nicht komplett in der neuen Stelle angekommen. Aber also mit meinen ehemaligen Kollegen, Mitarbeitern hat das also einwandfrei funktioniert. Und es ist eher so ein gleitender Übergang. Lief gut bisher, denke ich. Ich meine, Sie kennen die Probleme, Sie kennen sich aus, was das Baugeschehen in der Stadt betrifft. Mhm. Wir wollen jetzt mal auf so ein Thema kommen, was schon viel diskutiert wurde, auf das neue Stadtzentrum. Mhm. Ich habe 2017 eine Pressemitteilung gefunden der Stadt. Die Freitaler können sich ab heute ein Bild über das geplante Stadtzentrum in Dolben machen. In der Stadtbibliothek sind die Entwürfe von 5 Investoren ausgestellt. Wir können uns gut daran erinnern, die Freitalerinnen und Freitaler haben auch kräftig mitgemacht und entschieden. Es ging damals um den 100. Geburtstag der Stadt. Dort sollte das Areal jedenfalls teilweise fertig sein. Jetzt hat sich doch diese Vision doch ziemlich zerschlagen. Wo stehen wir denn jetzt in dieser Beziehung? Also das Thema Sächsischer Wolf ist eins, was mich seit meinem Start hier in der Stadtverwaltung begleitet. Sie hatten ja selber gesagt, das war eine Mitteilung von 2017. Das ist also, sage ich mal, gemessen daran, dass das natürlich auch eine Generationenaufgabe ist, trotzdem schon eine lange Zeit. Und ich denke auch, die Vision hat sich nicht zerschlagen. Die Vision ist eigentlich noch dieselbe, und zwar so ein zukunftsfähiges Stadtzentrum zu gestalten, nur dass das eben nicht nur der Sächsische Wolf ist, sondern viel weiter gefasst. Da gehört das Technologiezentrum dazu, der Windbergpark, da gehören die Flächen um die ehemalige Lederfabrik dazu. Und insofern ist seit 2019 ungefähr vielleicht das städtebauliche Konzept ein anderes geworden, aber die Vision ist am Ende nach wie vor, diesen zentralen Stellen zu entwickeln, dass sie als Zentrum funktionieren. Mhm. Und seitdem arbeiten wir, da ist es sicherlich, sage ich mal, draußen oftmals wenig wahrzunehmen, aber daran, die bauplanungsrechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass das gebaut werden kann. Es ist ein komplexer innerstädtischer Standort. Dort kommt viel zusammen, von der Nähe zur Weißeritz bis hin zur ehemaligen Bebauung und die Folgen, die das hatte. Also das ist einfach, man hat da die Vorstellung, es ist eine freie Fläche, das geht alles ganz schnell, aber rein rechtlich sind da eben extrem viele Dinge zu klären gewesen, wo auch mit dem alten und mit dem neuen Investor auch Partner sind, die das vorantreiben wollen. Und trotzdem sind Dinge einfach zu klären und es braucht Zeit. Aber wir sind da auf dem Weg und die Vision ist geblieben. Die Vision ist geblieben. Das heißt, ich meine, Sie müssen ja diesen Stadtkern komplett auch ein bisschen entwickeln. Mhm. Es hat sich auch wirklich viel, viel verändert in den letzten Jahren. Sie haben es ja gerade angesprochen, das F1 oder die viele Dinge, die neu entstanden sind. Hat man dieses Dach, wie es einmal aussehen sollte, hat man das noch so in der Vision? Oder ist das jetzt ein bisschen zerstückelt? Also dort, wo der Investor gerade da ist, kann man investieren? Nee, wir sind ja gerne auch unterwegs gewesen mit diesem Plakat Stadtzentrum. Ja. Da hat man ja gesehen, dass das verschiedene Bausteine sind und jeder Baustein hat so ein bisschen einen eigenen Entwicklungspfad. Mhm. Auch das City Center hat sich ja seitdem erheblich verändert im Aussehen und auch in den Nutzungen, die drin sind. Dort sind öffentliche Nutzungen reingekommen.
Und natürlich wird jeder Baustein einzeln betrachtet, dieses Stadtzentrumsplakat, also die Vision ist sozusagen der rote Faden und man muss einfach auch die Türen nutzen, wie sie sich öffnen, was man dort tun kann. Und da rückt mal das eine in den Vordergrund und mal wieder das andere. Aber insgesamt, denke ich, hat sich das Bild, also nicht nur seit 2017, sondern eigentlich auch generell doch deutlich gewandelt. Also wir dürfen weiterhin gespannt sein, wie sich Freital entwickelt. Mhm. Aber es gibt ja nur nicht diesen einen Baustein, dieses Stadtzentrum. Es gibt ja noch viele andere Dinge, an denen Sie arbeiten. Was sind so da die wichtigsten, wo Sie gerade dran sind? Also meine Aufgabe ist natürlich auch, die Themen fortzuführen, die angefangen sind. Also das heißt, also wir stehen ja sicherlich kurz davor, die Ballsäle Kosmansdorf fertigzustellen. Das ist ein wichtiger Bestandteil so in der Kulturlandschaft von Freital. Wir werden auch in Kürze wird das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, baulich abschließend übergeben werden können. Und dann haben wir natürlich die ersten Schritte getan für das nächste Großprojekt, die Zentrale Feuerwache. Da war ja der Wettbewerb. Dort sind wir ja auch, sag ich mal, haben wir informiert, was dort der Weg ist. Im Moment ist es eher nach außen hin ruhiger, aber das sind dann Themen wie Vergaben und Ausschreibungen, die da laufen und die Planung an sich. Und der andere Baustein ist, der, denke ich, genauso wichtig ist und ist eben auch der Erhalt und die Anpassung von den Gebäuden und Infrastrukturen, die wir haben. Wir haben Kindergärten, wir haben Schulen. Wir haben Sportstätten und wir haben aber auch das Kulturhaus und das Schloss und all diese Dinge müssen ja auch so aufgestellt sein, dass sie auch noch in den nächsten Jahren funktionieren. Und dann gehört dann auch natürlich planerisch, das Stadtplanungsamt gehört ja auch weiter dazu, der Flächennutzungsplan noch dazu, den wir gerade fortschreiben. Das ist ein großes Projekt, den wollen wir bis 2025 ja zur Genehmigung bringen, um dann eben auch Flächen bedarfsgerecht und maßvoll auch entwickeln zu können. Also das sind so die Themen, die stehen. Also viele Dinge, die passieren, brauchen eine lange Vorarbeit, eine lange Vorlaufzeit, bevor es dann der Bürger sichtbar irgendwo dann realisieren kann. Aber was jetzt sichtbar ist, sind zum Beispiel auch die vielen Straßenbaustellen in Freital. Ja. Man gibt der Bürger, die sind da ein bisschen empört drüber, aber sicher, Straßenbau ist wichtig, die Straßen müssen intakt sein. Aber warum hat man das Gefühl, dass das gerade im Sommer immer so viel ist? Also, Naja, wenn man jetzt Sommer mit Sommerferien gleichsetzt, ist natürlich so, dass wir jetzt außer den großen Baustellen, die einfach weiterlaufen, wie zum Beispiel an der Rabenauer Straße oder was jetzt beginnt an der Gitterseer Straße oder auch die Hangsicherung Hückensdorfer Straße, ja noch die Dinge dazukommen, die nur in den Ferien realisierbar sind, weil wir da an hochfrequentierten Durchgangsstraßen sind. Und in den Sommerferien geht eben drastisch die Verkehrsbelastung zurück. Und da kommen dann solche Baustellen dazu, wie die städtische Baustelle Deckensanierung von der Dresdner Straße, oder auch an der Wilsdruffer Straße, was ja jetzt ein bisschen Wellen geschlagen hatte. Das sind ja Hausanschlüsse, wo die Freitaler Stadtwerke eine Baustelle haben. Da wird auch noch mal ein bisschen nachgesteuert, dass das sich verbessert. Aber am Ende versucht man schon immer das Bild zu vermitteln, dass da, wo gebaut wird, eben auch was passiert, was erneuert wird. Und mit dem Versuch, dass die kleineren Einschränkungen, die damit zusammenhängen, vielleicht auch so ein bisschen so eine positive Nuance noch haben. Wenn die Baustelle weggeräumt ist, ist vielleicht der Bürger auch dann wieder zufrieden und sagt, Mensch, ja es musste ja sein. Ne? Und es sind ja häufig auch gar nicht nur die Straßen, um die es da geht, sondern es sind eben so, dass die ganzen Infrastrukturen in den Straßen liegen und sobald was am Trinkwasser, am Abwasser, an Gasanschlüssen, am Strom, am Breitband gemacht wird, dann eben auch die Straße betroffen ist. Mhm. Frau Schatanek, Ihr Vorgänger Jörg-Peter Schautz, der war ein bisschen pressescheu, also habe ich immer so ein bisschen mitbekommen. Wie halten Sie es denn? Sie werden ja auch viele Aufgaben übernehmen müssen, amtlich, also vom Amts wegen. Sind Sie da auch eine Frau, die gerne mal den großen Auftritt mag oder sagen Sie lieber nee? Also wenn es Ihnen jetzt um den großen Auftritt geht, dann muss ich Sie enttäuschen. Da bin ich eher wieder Herr Schautz gestrickt, da liegt mir nicht so. Aber selbstverständlich gehört es mit zu meinen Aufgaben, hier auch die Stadt nach außen zu vertreten. Das wird auch der Fall sein. Und da machen auch viele Termine Freude, natürlich auch so ein bisschen Vorlauf und Nervosität und Vorbereitung dabei. Aber das, was dazu gehört, gehört dazu, aber der große Auftritt muss es nicht sein. Und da wünsche ich mir, dass wir beide weiter so gut zusammenarbeiten. Ich danke für das Gespräch. Sie haben sich bereit erklärt, heute mit mir zu reden. Ja. Wir haben viele interessante Informationen bekommen von Josefine Schatanek. Und ich denke, im Namen aller Zuschauerinnen und Zuschauer darf ich sagen, machen Sie weiter so. Viel Erfolg für die nächsten knapp 7 Jahre. Dankeschön. Danke.